Ja, da sind wir wieder zurück zu Let's Play Mafia 3. Im letzten Part haben wir das Problem gehabt mit dem Boxkampf und den haben wir ja gewonnen. Und dann haben wir uns auf einmal auf Sam Marcano getroffen und plötzlich wurden wir niedergeschlagen. Was passiert mit unserem Helden? Das erfahren wir jetzt hoffentlich in diesem Part. Los geht's. Deswegen der Name der Mission, okay? Und du wirst Schmerzen haben, wie sie noch nie einer gehabt hat. Fick dich. Schade, das wolltest du sterben. Du wirst immer noch bei Bewusstsein sein, wenn die Flammen höher kriechen. Aber während deine Beine brennen, dich eine Erkenntnis wie ein Faustschlag treffen. No! Mach ihn fertig! Und so stimmt. Du musst das nicht tun. Wir können die das bestimmt nicht klären. Ich verschaffe es. So. So, du Arsch. Das habe ich nicht verdient. Das habe ich nicht verdient. Keine Angst. Lou und Sal kommen bei mir. Komm zurück. Hier ja. Rüber. Nein. Ich hatte dritten. Ich gehe ja nicht an den. Ich kann so schnell nicht ziehen, wie ich in die Ecke kam auf einmal. Der chillt sich jetzt ein Leben. Scheiße. Ein großer Fehler, du Arschloch! So. Fang an zu beten, Arschloch! Er ist hier... Du bist tot und du merkst es nicht! Die zwei sind auch down. Ist er auch tot. Der gehört euch, Jungs. Jetzt aber wir ziehen. Scheiße, ihr macht uns fertig. So glaube ich nicht, nicht so. Wir sterben wie die Fliegen. Scheiße, er hat.
hat mich hier festgenagelt. Ich werde dich filetieren. Na, wo ist er denn? Ja, merkst du was, ne? Suche Schutz! Ich sitze fest! Der Penner hat mich erfasst! Der Penner hat mich erfasst! Ich sitze fest! Ich gehe in Deckung. Schnappt euch die Turmsohn. Der ist tot. Jetzt uns die gesamte Gruppe auslöschen. Holt mich hier raus. Unser Blut wurde vergossen. Ja, merkst du was? So, der ist tot. Dich schneidet man wie Kunst. Ich kann mich verdammt noch mal nicht bewegen. Ich gehe in Deckung. Alles muss man selbst. Wir haben ein Problem. Hey, hier drüben. So. Ich habe das hier. Ich gehe in Deckung. Hier Rückendeckung. Tot. Keine Munition mehr. Ich muss nachladen. So sterbe ich nicht. So, der ist auch tot. Ah, da unten ist noch einer. Okay, der ist jetzt Richtung Tür. Ich arbeite mich jetzt der Beste mal vor. Ich erledige dieses Arschloch. Mann gegen Mann, du und ich, Motherfucker! Ah, ja, stimmt, ich hab gewonnen. Boah, Alter. Was zum Schnappi? Ja. Krieg ich die nicht geholt? Feuerschutz ist auf da. Bin gleich da. Dann holen wir uns mal Hilfe. Das war klar jetzt. Das war klasse. Ja. Abflug. Das war verdammt gelief, das sag ich euch. Nimm den Arsch runter, Vollidiot! Was wir getan haben? Hey, er ist hier drüben! Ah, fantastisch! Danke für die Hilfe! Will ich sterben? Herr Molokov! Nein! Der ganze Schiff ist raus, Motherfucker! Hinter dir! Ah. Hört nicht auf zu feuern! Er hat mit... Macht uns fertig! Richtig. Mehr oder weniger. Schnapp ihn dir von der anderen Seite! Schafft ihn mir vom Hals! Ja, du bist tot! Sauber. So was von tot! Ihr seid jetzt reif für die Müllkippe! Gut. Den
Deckung! Jetzt! An alle verfügbaren Einheiten. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Officer hat Verfolgung aufgenommen. So, dann machen wir uns mal. Verziehen wir uns mal hier. Officer vor Ort hat Verdächtige gesichtet. Mit äußerster Vorsicht näher. Muss die Bullen noch abhängen. Scheiße, nicht verfügbar. An alle Einheiten, Verdächtiger befindet sich in River Road. So, jetzt müssen wir da gucken, was war da jetzt. Wir kommen. Wir haben es geschafft. Yes! Lady Tommy Macano abgeschlossen. Sehr schön. Mach's dir bequem, Bruder.
South Downs gehört jetzt uns. Tommy hat hier ein paar solide, unauffällige Geschäfte etabliert. Sollte reibungslos ablaufen. Wir können schon bald einen verdammten Haufen Geld scheffeln, Bruder. Wenn wir das zusammen durchstehen, werden wir das Schicksal des Hollow zum Besseren wenden. Geldquellen wie diese hier sind wie feuchte Muschis. Wenn man lang keine hatte, ist einem irgendwann jeder recht. Ich will diesen Bezirk. Zu sagen, ich drehe Däumchen, wäre eine glatte Untertreibung. Ich habe keine Ahnung, was du dir so denkst, aber mir geht langsam die Geduld aus. Wir wissen, was kämpfen heißt, mehr als alle anderen. Was glaubst du, was... Respekt verdient nur, wer sich was traut. Nicht viele sind mit mir durch... Es gibt kein Stadtviertel, das ich nicht kontrollieren kann. Wir reden vom Geld verdienen. Aber was eigentlich zählt? Nun sag schon, wo soll's lang gehen? Denk dran, du hast mich gebeten, hier mitzumachen. Ich werde wirklich. Alles da, Berg. Ich hab schon illegale Geschäfte kontrolliert, da hast du noch in die Windeln geschissen. Verflucht! Der Mann weiß schon, was er tut. Der braucht keine Ratschläge von einem Spaghettifresser wie dir. Du hast eine verdammt komische Vorstellung von Loyalität. Ich werde dran denken, wenn du das nächste Mal bei mir angekrochen kommst und mich um Hilfe bittest. Du hast schon zu viel Gefühl. Später. Verschwinden wir. Aber ich habe ja Birk schon gesagt, dass er das nächste Viertel bekommt. So. Verbindung zugewonnen, Kopfbestechen 2. Wunderbar. Und damit würde ich sagen, machen wir hier mal... wir haben noch ein bisschen was an neuen Sachen. Was haben wir denn? Schönes an Missionen nach oben. Das sieht doch schon wieder deutlich besser aus. Warte mal, jetzt gucke ich mal gerade auf die Abschlussliste. Haben wir. Ja, wir haben Tommy Mercado tatsächlich. Wir haben den Capo erwischt, auf jeden Fall. Uns fehlt aber immer noch 4 Leute, um. Und dann kann man den großen Boss. Also 5 insgesamt. So, das wäre die nächste Mission. Aber die werden wir dann im nächsten Part angehen bei Let's Play. So, da drin. Okay, wieder. Genau, die gehen wir dann im nächsten Part an. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play. Für drei. Ja, es dauert jetzt eine Weile. Gut, dann war's das jetzt. Tschüss.